Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Es ist früh am Morgen, ich sehe noch ein bisschen müde aus. Und ja, wir tanken gerade ein Auto, wo man wirklich vergessen hat, dass wir dieses Auto besitzen. Das haben wir aber hier links neben uns. Und zwar gibt es einen kleinen Mini-Porn. Das ist aber nur eine Einleitung zu dem, was wir uns gleich angucken. Denn wir fahren heute einen S63 aus 2024. Und die Daten zu diesem Auto sind so wahnwitzig krass. Es ist wirklich verrückt. Jetzt wird es schwierig, die Aussage. Wir sind letztens den kleinen Bruder von der Technologie gefahren. Das Video konnten wir aber nicht so ganz so zeigen. Deswegen wissen wir, dass das, was wir jetzt gleich fahren, wird uns so dermaßen wegballern, dass es wirklich verrückt ist. Bis gleich. You thought I was bluffing where you at? I came here for vengeance, watch your back. No need to defend, I'm on attack. Sorry they can't reply, but I guarantee they had a blast. Pop, 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 I'll be on the next to only, yeah. So, wir sind nämlich jetzt hier an einem wunderschönen Kfz und wir haben aber noch schöner als das Kfz den wunderschönsten Mann wirklich in ganz Siegen auch. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Der Mann, der erfunden hat, dass sich elektrische Autos anhören wie fahrende Fahrstühle. Du hast das Gefühl, du fährst Aufzug. Ja, das war damals. Ja, jetzt, das jetzt damals. Nicht mehr. Ja, das war damals. Jetzt stehen wir hier vor. Got a price on a leash, I don't trust when they speak. Be sounding real spite for the meat. Boy, I bleed with the best, got the people, the eagle and dimes, I done feed with the flesh, tryna smeagle the race. You believe that I'm blessed, got a speed to the left. All of my clothes, and be eager to mesh. Oh no, might put her on a roster. I bet she gon' dread it, take all my betters, run through it like betters, might make her a tenant. The way that she moving it, highly attentive. She speak a little Spanish, and so does a man. I can tell by Hispanic, a phone blowing up like a goddess. He must be the battery. S63 E-Performance. Also wirklich. Und ich war gerade sehr beeindruckt, denn Mentor hat auswendig gelernt. Wie viel Drehmoment hat dieses Auto? Pass auf, das kommt daher, weil gestern hat mein Sohn mich gefragt, ob du oder ich mehr Ahnung von Autos hast. Und da hast du gesagt, da habe ich mich so ein bisschen in meinem Ehrgeiz so ein bisschen angekratzt gefühlt. Da habe ich gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Da habe ich gesagt, pass auf, Kleiner, zwischen Jean-Pierre und mir, da liegen Galaxien. Ja, 50 cm lang. Ja. Ich wusste zufällig die Newtonmeterzahl. Gestern schon? Nein, heute Morgen. Okay. Weil ich wusste, du kommst. Bei dem Auto, also was die technischen Daten betrifft, 800 PS. 806. 802. Also. 802. Guck mal, jetzt muss der runter. Jetzt muss der runter. Was ist denn los hier? Auch 612 PS. Ja, und. Hä? Da kommt, ach so. Ja, elektrische. Ja, okay. Ne? Systemleistung. 800 PS. Ja, und Minimum 800 PS. Jetzt ob 803 oder 806, da kommt es ja jetzt nicht drauf an. Wir sind auf jeden Fall... Was aber ich hau nicht die Drehmoment raus. 1430. Das bedeutet, da muss die Hinterachse, also, wobei jetzt ein Allrad, eigentlich, wenn du aufs Gas drückst, passiert auch hier was. Nein, ja? Also jetzt mal ohne Spaß, Leute. Wir haben so viele Autos auf dem Kanal schon gehabt, aber ein Auto mit 1430 Newtonmeter elektrisch in Verbindung mit einem Verbrenner, einem V8 Biturbo, ist etwas, wo ich wirklich zur Seite trete und sage, das ist sehr schwer vorstellbar. Ja. Das muss so uns gleich so unfassbar die Krawatte nach hinten schleudern. Das ist so krass, weil die 0-100er Angabe ist 3,3 Sekunden auf 100. Und das Auto wiegt 2, wie viel Tonnen? Ja, 2,5. Lass es, ja. Wenn wir drin sitzen, lass das sein, dass das Auto knapp unter 3 Tonnen irgendwo liegt. Ja. Ne, 2,8, 2,9, vollgetankt, keine Ahnung. Das muss man sich überlegen, dass ein Hersteller ein Fahrzeug, was unter 3 Tonnen knapp ist, in 3,3 angibt, dass das auf 100 beschleunigen kann. Selbst wenn es 3,9 sind. Deswegen habe ich dir ja auch gesagt, wenn du ein Auto fahren willst, kannst du das überall. Möchtest du fliegen, komm zu mir. Mhm. S63 E-Performance. Auch die Farbe, sieht aus wie eine Wolke. Ja, das ist... Aber ich muss dazu sagen, dass wir radtechnisch, ja, Flo? Nah dran sind. Ich wollte gerade sagen, wir sind ganz nah dran an unseren ganz wunderschönen Rädern auf unserem S600. Obwohl ich muss sagen, S600 wirkt immer noch immer ein bisschen königlicher als S63. Ja, so auch von der... V12. Ja, okay. Das ist schon geil. Nein, ist geil. Also ich habe das Video ja auch gesehen. Ja, du weißt ja, seit 25 Jahren folge ich dir. Und habe das Video natürlich auch gesehen, klar. Eine Sache hat der Besitzer des Fahrzeuges gerade noch gesagt, was mich echt sehr beeindruckt hat. Ja. Steuern für dieses Auto im Jahr sind 80 Euro. Ist ein Kaufargument. Was kostet der? Das ist kein Kaufargument. Nein, es geht ja immer um Preis-Leistung. Und da finde ich, hier ist man mit 265.000 Euro sehr gut positioniert.
Ja, hier, pass auf, bei dem Auto in der Klasse greifst nicht ganz oben ins Regal. Du musst dir das so bildlich vorstellen. Du stehst auf den Fußspitzen. Also warte, mach du mal, wo im Regal? Ja, also du stehst... Ich müsste dann auf Fußspitzen. Nein, das ist im Moment meiner Meinung nach das Nonplusultra. Ich bin mir sicher, wenn du nachher wieder zurückkommst... Wie, kommst du nicht mehr raus? Auf keinen Fall fahre ich mehr. Auf keinen Fall. Aber jetzt mal ganz ehrlich, optisch, oder? Nicht, weil ich den konfiguriert habe, sondern auch wenn es ein anderer konfiguriert hat. Man sieht, dass du ihn konfiguriert hast, weil er hat so einen leichten Touch. Liebe zum Detail. Das einmal, aber er ist auch so... Ja, da kommt die Romantik ein bisschen runter. Ja, ja, weiß ich. Ist so die Räder mit dem Außenfahrzeug innen, das ist schon ein romantisches Auto. Eieieiei, was ist denn hier schon wieder los? Auch mit so einem belederten Trittbrettchen da unten. Darf ich mich da reinsetzen? Ja, auf jeden Fall, da bin ich mir drin. Ernsthaft? Ist ja für Könige und Kaiser gemacht. Ach, guck an. Wo ist der Däne? Da musst du ein bisschen nach vorne fahren, hinsitzen, ne? Das kann ich doch hier mit der Chauffeurfunktion bestimmt, ne? Ja. Nee, ich hab... Wow. Okay, Ich brauch den Schlüssel, um da reinzukommen. Ach so, ja. Mentor? Ja, bitte. Wie demonstriert... Das ist das bei dir drin? Jetzt hör auf, mir Detailfragen zu stellen. Ich hab kein Produktexperten dabei. Was hast du? Wie kann man das hier hinten demontieren? Ja, das kann man rausnehmen. Hör auf, mich zu filmen. Ich wollte das von vornherein nicht. Lass es doch einfach drin. Da gehört es ja auch hin. Ja. Hier kannst du ja alles einstellen. Hier kannst du sowohl das Navigation, hier kannst du Telefon, aber du kannst ja auch Massage, alles. Siehst du veränderst ja hier ja auch direkt alles mit. Ach so, ich bediene... Also wenn ich es so mache... Genau, weil wenn du liegst zum Beispiel, dann brauchst du dich nicht... Du musst ja hier nichts machen. Ist ja wie 5-Sterne-Plus-Hotel. Einmal das, aber was ich wirklich sagen muss, jetzt, wenn ich jetzt hier so sitze und 1430 Newtonmeter hat das Auto, das ist für mich echt eine krasse Vorstellung. Ja. 265, was kostet denn in der Basis? Also jetzt nicht hier fliegende Teppichausstattung. 206, glaube ich. Das ist ja fast zu billig. Ja. Es gibt kein Auto für 200.000 Euro, was 1430 Newtonmeter hat. Das gibt es nicht. Es gibt eigentlich gar kein Auto mit 1430 Newtonmeter Serie, merke ich gerade. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr gleich zurück seid, dann wirst du auch sagen... Nee, ich bin wirklich platt. Ich finde aber auch designtechnisch, solche Elemente hier mit dem Licht dahinter und so, und ich verarbeite... War ein bisschen weich. Aber trotzdem, also es sieht super, super toll aus. Ja. Also wirklich, der Innenraum ist Wahnsinn. Das ist hohe deutsche Ingenieurskunst mit Liebe zum Detail. Und von einem Profi ausgestattet. Ja. Das Leder, ne? Das willst du doch nicht mit deinen Schuhen da besuffen. Ich glaube, da ziehst du auch aus. Du kannst auch die Schuhe ausziehen, das ist kein Problem. Also generell, wenn man so ein Auto sieht, dann denkt man, boah. Schuhe aus. Ja, Schuhe aus. Dann denkt man, boah. Ja, im Wohnzimmer läufst du auch nicht mit deinen Schuhen rum. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Aber hier schon. Ich schon. Ja, du hast auch ein anderes Wohnzimmer als Ist das nicht geil? Nein, Mentor, ich mache jetzt keine Späßchen. Also das ist wirklich gut. Und vor allen Dingen auch ein extremer Schritt. Die alte S-Klasse hatte ich ja von dir. Ja. Der Schritt von dem Modell zu dem Modell ist wirklich da. Ja. Groß. Ich finde das Auto auch von der Designsprache von außen, von allen Mercedes-Modellen, SL finde ich stark. Ich finde die S-Klasse gut. Rückleuchten S-Klasse bin ich nicht dabei. Finde ich. Also ich finde das Heckdesign momentan nicht ganz so meine Welt. Bei dem Auto hier? Ja. Echt nicht? Ich fand die vorherige von hinten präsenter. Okay. Und schicker. Aber ich finde die Front jetzt mit dem AMG und den Öffnungen so finde ich super. Ich finde die Seite auch cool. Aber innen haut es einen vollkommen weg. Und jetzt gleich die Motorleistung ist wirklich Wahnsinn. Aber ein starker Kontrast zwischen diesem Innengefühl und Motorleistung ist für mich sehr konträr. Aber finde ich cool. Also... Ich sehe so eine Innenausstattung mit einem 500er. Ja gut, jetzt ist der so konfiguriert. Geil. Ja, nein, ist geil. Ja, das Gute, die Individualisierungsmöglichkeiten bei Mercedes-Benz sind ja... Unbegrenzt. Unbegrenzt. Hier kannst du dich, selbst so ein Mensch wie ich, kann sich hier komplett austoben. Kannst du mir erklären, wie ich den zurückfahre? Nee, warum sollte ich das? Einmal Chauffeur, immer Chauffeur. Also mehr Komfort, mehr Luxus, mehr Sicherheit geht nicht. Hätte ich den Wagen, das klingt jetzt ganz falsch, ich hätte gedacht, der Wagen wäre teurer. Ja, dann lass uns doch einfach gemeinsam freuen, dass der Wagen, wie der Besitzer ja auch sagt, nur 80 Euro Steuern kostet. Und dass das vom Preis-Leistungs-Verhältnis so top ist, wie es ist. Nee, wir fahren jetzt mal eine Runde und dann gucken wir mal. Aber ich gehe da stark von aus, weil der letzte Hybrid AMG, den wir gefahren sind, hat uns beide sehr beeindruckt, Flo. Ja, ey. Also voll. Wirklich. Das war welch? Ich weiß nicht mehr, wie das Modell heißt. Sehr beeindruckt.
Okay. Ein anderer. Ja, okay. Ja. Dann steigen wir mal ein und fahren wir eine Runde, ne? Da die Schokohasen uns immer, immer gepusht und immer auch positiv zu uns waren und uns immer ja, ganz viele Likes da gelassen haben. Ja, weil du auch ein lustiger Typ bist. Ja, nein, aber die haben uns immer viel Liebe geschenkt, hat sich mein Freund Andi und ich uns was für euch einfallen lassen. Das ist ja süß. Das ist hier... Also nee, wir sind bei der Firma Poly. Wie viele Stützpunkte gibt es von Polygon? Fragst du mich, wenn wir den Chef da haben. Ich habe das Poster da nämlich gerade gesehen. Ja. Der Punkt ist so eine Filiale? 107. Ja. 107 Niederlassung. Und der ist handgemacht. Ernsthaft? Wirklich. Ist von dir? Nein, nicht von mir. Von unserem Freund Markus Potzimek. Der hat den für euch gemacht. Für die Schokohasen. Ja, danke sehr. Ist bei uns sehr beliebt, Schokolade. Ja, weiß ich. Und ich dachte, den Schokohasen für die Schokohasen-Community haben wir einen anfertigen lassen. Siehst du? Ja. Jetzt steigen wir aber ein. Los geht's. Der Start verzögert sich gerade noch. Weil wir wurden gerade informiert, dass wenn man dieses Fahrzeug startet, hat das was von einem... Kampfjet. Ein Kampfjet? Nein, also du hast zwei Optionen. Du kannst einmal nachbarfreundlich, ganz dezent starten. Aha. Oder du drückst halt nochmal auf den Knopf und dann hast du die komplette Kapelle. Also das ist dann schon Symphonie fürs Herz. Einmal auf? Ja. Das ist überschaubar. Das ist jetzt dezent. Ja. Das ist ein Nachbarsliebling. Das ist wieder dezent auf jeden Fall. Ja. Nochmal drauf, ja? Ja, aber den richtigen Knopf. Jetzt sind wir in der Champions League. So laut, ne? Ich finde das schon sehr gut bis jetzt, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde unser C63 Black Series haut es aber auch echt raus, ne? Also wirklich. Richtig geiles Teil. Also was ich jetzt zum Beispiel unten sehe, ist, dass der Akku fast leer ist. Ja? Also hier ist so ein Markierungsbalken. Das sind 100%. Somit würde ich sagen, das durch 4 sind 25 und hier die Hälfte von so 12,5 hat er jetzt Akku. Das ist nicht viel. Ich habe aber gehört, dass bei den anderen AMG-Autos, die sehr gut laden, diese Akkus, dass man quasi immer Power hat. Sehe ich wichtig, weil sonst ist es fast nur ein 3-Tonnen-Auto, was nur den V8 Biturbo hat. Das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Ich sag's jetzt einfach, das wird nicht passieren. Aber so ein bisschen kommt so ein Haben-Wollen-Effekt rein, weil das Auto wirklich das toll macht. Eine S-Klasse ist eine S-Klasse. Da kommt nichts dran. Da kommt kein 7er dran, da kommt kein Panamera dran, da kommt kein A8 dran. Das ist so. Ich sitze hier drin, Display, Verarbeitung, also eine S-Klasse, da lässt sich Mercedes nicht lumpen. Aber ich bin wirklich gerade baff. Wir haben hier diesen 3D-Tacho hier an. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen überrumpelt, dass ich zu viele Optionen sehe, was ich drücken kann. Weißt du, und es ist, wenn es dein einziges Auto ist, okay. Ach, das war gar nicht Supersport. Jetzt sind wir nur auf Supersport-Tacho. Die Flammen da, ne? Boah. Der Sound ist auch echt männlich. Ich bin gleich bei euch. Ich lasse mich eben so ein bisschen hier mal zu Hause ankommen. Wow. Also da wird Newtonmeter angezeigt. Das lassen wir mal eben an. Gang rein. Ach, wir laden schon. Guck mal, der wird voller. Der Akku wird wirklich voller. Das gibt's nicht. Jetzt schon. Aber wir sind noch nicht gefahren, ne? Also wir sind jetzt, weiß nicht, 400 Meter. Haben gequatscht, hingerollt. Auto wird langsam wärmer. Getriebetemperatur 24, Motoröl 47, Wasser 90 Grad. Dann haben wir hier nochmal die E-Motor-Temperatur sind 22 Grad. Akkutemperatur sind 17 Grad. Und wir sind in der S-Klasse, ne? Du kriegst hier die Daten wie in einem Rennwagen. Und ich, wie du auch, ich bin auch gespannt, was wie 1430 Newtonmeter gleich abgehen. Wann bin ich letztes Mal denn fast 1500 Newtonmeter gefahren? Und das gibst du einem Kunden an die Hand, ne? Wie viel hat der Taycan? Turbo S? 1070. Ich bin gespannt. Irgendwas in dem Raum, glaube ich. Aber hier, Leute, hier kann ich es genauso sagen, weil da gab es ja ganz viele Stimmen im Internet, wo ich dann über den Taycan Wertverlust gesprochen habe. Dieses Auto hier wird wertverlusttechnisch der Boss. Ein Hybrid S63. Das Ding wird auch so bodenlos in den Keller knallen im Vergleich. Hat mir gesagt, 265 hat ungefähr gesagt, kostet, ne? Ich glaube, heute Abend, der ausgestattete Preis. Ich glaube, heute Abend werde ich ihn mal konfigurieren für mich so. Einfach mal so aus Spaß.
Krieg ich morgen wieder eine Nachricht. Hab Auto gekauft. Und wir müssen auf jeden Fall Geschwindigkeiten schätzen gleich mal. Ist die Innenraumfarbe auch Kamelkotze? Nein, ne? Ne, hier ist heller. Hat er einfach was anderes gegessen oder? Nee. Okay, gehen wir gleich mal Gas. Machen wir uns das schön? Ja, ne? Müssen wir. Akku sind wir jetzt bei 25%. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt Gas geben, ob er uns das dann schon gibt. Ich bin in Sport Plus. Geht noch mehr. Ich gehe einfach mal in manuell. Nicht so dritte Gang, gib einfach mal Gas kurz, ja? Nee. Das war okay, aber war jetzt nichts. Mhm. Ich würde sagen, wir lassen den Akku mal weiter hier voll subbeln. Da kann man bestimmt auch in einen Mode gehen, wo die Rekuperation stärker ist. Okay, also was wir jetzt machen werden, ich werde jetzt so fahren, dass ich sehr viel rollen werde, weil dann sehe ich hier eine Anzeige, dass er sehr viel rekuperiert und das Auto sich selbst lädt. Wenn nicht, fahren wir eben an eine Säule und laden das Ding, weil ich will das erleben. Das muss ja jetzt hier irgendwie krachen. Komm, wir suchen mal eine Ladestation raus. Bis gleich. Der Grund, warum wir jetzt unbedingt laden wollen, ne? Wir haben jetzt die Hälfte. Und Flo und ich haben gerade auf der Autobahn bei 130 mal so Gas gegeben. Und da kann ich euch ganz klar sagen, Autogewicht hin oder her, das waren keine 1430 Newtonmeter. Das war einfach der V8 Biturbo, der gegen ein 2,8 Tonnen Auto kämpft. Das war jetzt überhaupt nicht, wir können gleich mal gerne mal Zeiten nochmal schätzen, aber das war wirklich nicht, das war nicht bewegend. Deswegen, was ich jetzt mal einmal probieren kann, ich komme jetzt hier aus der Straße raus und werde das Fahrzeug einmal stärker beschleunigen aus 10 auf 40. Ne? Da müsste der Elektromotor ja in der Lage sein, das Auto jetzt sehr, sehr stark nach vorne zu wuchten. Okay? So, mach jetzt so. Da sind sie. Da kam schon ein bisschen. Da kam was jetzt. Würde ich auch sagen, ne? Da war Unterstützung ich glaub, bei. Da mehr als gerade auf jeden Fall. Deswegen, wir nehmen uns die Zeit jetzt mal eben und machen den einmal voll auf 100%. 800 PS, das waren auch keine 800 PS gerade. Also bis jetzt finde ich das Auto optisch geil, ich finde es von innen toll, ich finde die digitale Darstellung mega geil, Innenraumgefühl ist toll, alles mega. Aber die Power? Ich fand selbst die Power jetzt gerade nicht so überwältigend. Also wenn du die Zahlen hörst, hast du auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Ja. Ich meine, Gott sei Dank geben die Hersteller es ja schon mal korrekt an, dass sie nicht nur diese eine Zahl sagen, sondern trennen das schon. Da musst du aber selbst verstehen. Subaru. Da musst du aber selbst verstehen, heißt, wenn kein Strom, nicht diese Leistungszahl. Das musst du dann dir schon selbst zusammenbauen. Aber Auto fährt toll. Also das ist. Das fährt wie eine S-Klasse. Ja. Dann gehen wir nochmal auf die Autobahn. Bis dahin haben wir dann, würde ich sagen, so gut ein Viertel, drei Viertel voll. Und dann gucken, was geht. So, Leute, wir sind jetzt gefahren. Die Akkuleistung ist nicht gestiegen. Wir sind jetzt bei ein Stück über Hälfte Akku. Wie kann man das mal anzeigen hier, ne? 51% Akku. Und wir schätzen jetzt gleich einmal die Zeit 100, 200 Stundenkilometer, die ich mir bei 800 PS eine gewisse Massenträgheit zu überwunden. Das Auto ist nicht aus dem Stand jetzt beschleunigen, sondern wir haben 800 PS, wir haben 1430 Newtonmeter laut Werksangabe. Unabhängig davon, dass es dann fast 3 Tonnen wiegt oder jetzt zu zweit, immer 2800 Kilo. Okay. Was man auch merkt, umso länger man fährt in Sport Plus, dass das Getriebe wirklich mit diesem Schalten da seine Problemchen hat. So, hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung und ich würde jetzt einmal so eine Beschleunigung vollziehen. Um eine Idee zu bekommen. Es geht sogar jetzt gleich, wie ich da hinten sehe, am Horizont stark bergab. Da ist Elektro dabei. Nee, Elektro ist bei. Das ist auch schnell. Ja. Ich würde sagen, das sind so 7,5 Sekunden. 100, 200. Ja. Akku ist 3% verloren gegangen jetzt hier. Aber, Leute, den RS6 mit 600 PS und 800 Newtonmeter macht das in 8,5. Das ist eine Sekunde schneller. Der ist auch nicht so schwer, das weiß ich. Aber zwischen 800 Newtonmeter und 1430 Newtonmeter ist eine Welt. Da ist ein ganzer Porsche zwischen. Es ist 1430 ist eine wahnwitzige Zahl. Die Werksangabe hier von dem Auto waren 0,100, 3,3 Sekunden. Mhm. Da glaube ich, ist eine Chance hoch, dass er das kann. Weil ich glaube, dass das Hybridsystem zu schwach ist, um wirklich da jetzt wahnwitzig was wegzureißen. Wir machen das einfach nochmal. Doch, da ist Eik Akku bei. Das hat schon Power. Wirklich. Also.
langsam ist wirklich was anderes. Aber das sind immer noch 7,5 Sekunden, was schnell ist. Ich finde crazy, dass du es einfach nicht merkst, wie schnell du bist. Gar nichts. Du merkst nichts. Gar nichts. Du merkst manchmal ein bisschen ein zupfendes Getriebe, aber von diesem Motor, von dem Sound, von dem Ganzen, das fährt fantastisch. Man merkt auch keine 2,8 Tonnen. Die merkt man nicht. Das Auto fühlt sich an wie 2 Tonnen. Wirkt schon wirklich agil und leicht. In meinem Kopf war die Vorstellung von 1400 Newtonmeter wirklich anders. Meine auch, muss ich sagen. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich das Zusammenspiel von der Leistung und dem Gewicht. Ich glaube, für ein Auto in der Gewichtsklasse ist das relativ fix hier. Voll. Nee, wirklich, nein, ist es nicht. Ich höre mich an, ob ich das schlecht machen will. Ja, das will ich gar nicht. Wir werden jetzt mal da vorne gleich gucken, wie das Auto so sich verhält, wenn man aus dem Stand beschleunigt, okay? Finde ich gut. Oh. Ist nah dran. Der wird eine Launch Control haben, glaube ich. Also, wir haben das gerade einfach mal so geschätzt. Wir sind jetzt gerade einfach so aus dem Stand so losgefahren. Wir wissen nicht, ob das Auto wirklich eine Launch Control hat, waren schon mal 3,9 Sekunden. Das ist natürlich, wenn man fast 2,8 Tonnen wiegt, ist das natürlich echt wahnsinnig. Man merkt nichts. Nee, wirklich. Das wollte ich mal sagen. Die entspanntesten 3,9 Sekunden, die ich je in meinem Leben beschleunigt bin, weil du wirklich nichts mitkriegst, Leute. Nichts. Es ist einfach, als ob nichts passiert. Hier sind so viele Modis. Also, das ist jetzt nicht negativ, aber man muss sich mit dem Auto auskennen, um jetzt hier klar zu kommen. Dann geht Performance. Da sehen wir den Akku, Motor, nochmal eine unterstützende Einheit. Wir fahren 53%. Sport Plus. Antrieb. Ah, Drehmoment. Okay. Ah, geil. Wir können jetzt das insgesamte Drehmoment, glaube ich, sehen. Da kann der Motor. Hast du gemerkt? Jetzt habe ich ihn richtig gespürt. Aber addiert, da habe ich 700 noch was gesehen und da 200 noch was, das sind ja dann nur 1000. Aber ich habe gerade einen richtigen Ruck gemerkt, wie da was zurückfloss. Hier sehen wir, was wir zurückladen, weil wir gerade rollen, wenn ich jetzt Gas gebe. Minus. Wir müssen diese drei zusammenrechnen, weil das sind nämlich die einzelnen Umdrehungen der unterstützenden Aggregate. Und Leute, der hier sitzt auf dem Motor. Vielleicht. Vielleicht, weil es, nee, es ist die identische Kurbelwellen-Motor-Verbrennerzahl. Das hier, würde ich sagen, ist eine Laderdrehzahl. Das ist der Elektromotor, bevor die Übersetzung kommt, auf die Hinterachse, auf der Hinterachse. Jetzt gehe ich mal in manuell und gehe mal einfach an den vierten Gang und gebe Gas. Und dann sehen wir hier, merkst du den Ruck? Ist das da? 190 Newtonmeter habe ich da so gesehen, maximal. Jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Wieder an den vierten Gang. Da sehe ich nichts. Nichts. Da sehe ich, boah, 900 Newtonmeter. Ah, oder es ist addiert. Verwirrend. Motor, ah. Ah. Hier sehen wir Ladedruck. Triebtemperatur, Motortemperatur, Drehmoment, 900 Newtonmeter und hier, weil wir gerade rekuperieren, minus 180 Newtonmeter. Also wenn ich jetzt so Gas gebe, genau, geht der hoch. Okay, dann müssen wir jetzt einmal gucken, was der uns jetzt hier gleich hinhaut. Also 900 Newtonmeter wird unser Verbrenner jetzt hier gleich auf die Kurbelwelle stemmen. So, jetzt macht er auch, plus 300, das sind für mich noch 1200. Dann haben wir noch eine Push-to-Pass-Funktion. Irgendeinen Trick vergessen. Aber wenn alles rot ist, ist glaube ich immer gut, ne? Das ist verwirrend. Also obenrum finde ich echt richtig gut. Wenn du wirklich jetzt nicht in die Kamera subbelst, sondern einfach wirklich hinfühlst, was da so passiert, dann merke ich, dass diese einzelnen Systeme relativ wild hin und her regeln. Ich merke mal Elektropower mal nicht. Also man spürt kein homogenes Beschleunigen, sondern da ist so ein Rumgehacke zwischen den einzelnen Systemen. Beschleunigen jetzt, ne? AMG Dynamics.
Fühl mal nur rein, okay? Mach mal Kamera runter. Merkst du doch. Ich merke gerade so einen Rums. Ich merke, wie der sich zuschaltet. Genau, das meine ich. Es ist halt so ein. Und wenn wir jetzt länger Platz gehabt hätten, dann merkst du, wie er ganz kurz weggeht. Dann kommt so eine andere Kraft dazu, die nicht so stark war wie die davor. Mach nochmal, guck mal. Zum Beispiel nicht. Und das meine ich, das ist so nicht immer gleich. Also das Auto gibt dir nicht, wenn du jetzt, ich wollte jetzt so stark beschleunigen wie gerade, ne? Aber es hat er mir jetzt nicht gegeben. Das finde ich nicht geil. Also ich will ja, wenn das Gaspedal trete, dass ich, dass das kommt, was ich... Also dass der sich jetzt, also ich habe auch nicht gespürt, dass beim zweiten Mal, dass er sich jetzt zugeschaltet hat. Ich habe aber nichts anderes gemacht. Ja. War gleiche Geschwindigkeit, gleicher Gang, alles gleich. Echt, man müsste sich das Auto mal richtig zeigen lassen. Ja, gebe ich recht. Dann kommt bestimmt noch ein bisschen vielleicht was raus, vielleicht aber auch nicht. Aber jetzt gerade, ich gebe einfach nur Gas. Also im Sport Plus Modus mit AMG Dynamics und allem an. Und beschleunige zweimal aus demselben Gang raus und der beschleunigt unterschiedlich. Ich habe mich so gefreut. Ich habe auch was anderes erwartet, aber ich will nicht haten jetzt. Ich will auch nicht haten, aber ich habe es anders erwartet. Ich habe einfach. Aber auch die Anzeige sagt mir auch nicht 1400. Oder haben wir uns verlesen mit 1430 Newton? Nee, Momento hat das ja auch gesagt. Also andersrum. Nicht, dass ihr denkt, die Akku geht immer leerer. Der Akku wird immer voller. Ne? Ich habe mal diese starke Rekuperation. Akku wird mehr. Kannst du die Rekuperation nicht ausstellen? Ja, kann ich auch. Jetzt ist sie aus. Ja. Jetzt gebe ich Gas. Zu Hause. Also ich sage euch, wenn man beschleunigt ohne Akku, dann sind das 100, 200 auch dann 9. Hey, ist mein Tipp. Also ich würde auch sagen, das ist dann echt ernüchternd für einen 200. Also wenn du am Stammtisch die Leistungszahl sagst und dann das ist schwierig. Er lacht. Ich frage nicht. Also, ja. Das ist wirklich ein geiles Auto. Ein luxuriöses, schönes Auto. Lass uns da einen Punkt machen. Weil jetzt kommt nämlich sowas wie Nava. Aber? Ja, genau. Bist du mal gefahren? Einmal ganz cool. Also 10, 15 oder 20 Kilometer. So. Autobahn? Also, ja, auch. Ja. Mhm. Weil was uns aufgefallen ist beim Beschleunigen, dass das Auto nicht immer gleich beschleunigt. Okay. Also er war leer vom Akku. Dann haben wir das so gemacht, dass er dann über 53-54% Akku war. Und im Beschleunigen merkst du aber Übergänge, dass er mal beschleunigt mit Akku, dann mal ohne Akku. Und wenn er ohne Akku beschleunigt, dann ist das schon echt ein 2,8 Tonnen Auto. Weil dann war der nicht, dann ist der, das ist immer noch nicht langsam, aber das ist nicht, wenn du einsteigst und jemand sagt dir 1430 Newtonmeter, das ist auf gar keinen Fall. Und dann haben wir mal geguckt an diesem Display, wie die Kräfte verteilt werden. Ja. Aber das Display sagte ja so oder so nur 900 Newtonmeter plus die, hier hat 250 gezeichnet, oder? Oder 300? Irgendwie sowas. Aber du kommst auf diese 1430 Newtonmeter, da kommst du, egal wo du hinguckst, die stehen nirgendwo. Entweder haben wir uns auch verguckt. Auf jeden Fall. Nee, wie viel Newtonmeter soll ich haben? Weil 1430. Genau, aber egal wo ich gucke, ist es nicht. Und dazu kommt, es fühlt sich halt auch nicht so an. Okay. Was, also, was heißt das jetzt übersetzt? Dir kam das zu langsam vor. Ja, weil guck mal, ein RS6, ja. Der fährt 100, 200 mit 600 PS und 800 Newtonmeter. Okay. Fährt der 8,5. 100, 200. Okay, das ist leichter. 8,5. Ja. Das Auto fährt jetzt 7,5. Mit fast doppelter Drehmoment. Also wir haben geschätzt. So, okay. Also das Auto ist toll, das Auto ist auch alles andere als langsam. Das Auto fährt wirklich gut. Also jetzt... Es fährt auch fantastisch. Und unten raus ist es beeindruckend. Ja, genau. Wenn das Fahrzeug langsam ist und er raus beschleunigt, dann sagst du wirklich, wow, das ist wirklich viel Drehmoment. Aber auch da siehst du diese 900 und diese addierten, aber diese... Diese Drehmomentanzeige sollte ja schon was zeigen in dem Bereich von dem, was das Auto hat. Aber die Displays geben es gar nicht her. Also die Zahl war halt nirgendwo zu finden. Okay. Das muss jetzt auch nicht wirklich dann sein, irgendwie gefühlt, aber
irgendwie halt schon so, ne? Also, ja, natürlich. Ich gehe ins Auto raus und hundertprozentig. Also ist gar nicht. Ich komme mir so doof immer vor, aber ich frage jetzt wirklich einfach auch für die Leute, weil ich weiß, sehe den Kommentar. Ja. Ich sehe den Kommentar und ich sehe auch den Kommentar, wenn die 7,5 lesen, dann sagen die, klar, das Ding rennt jetzt keine 5. Das ist klar. Ja. Weil das immer noch ein großes Auto ist. Und es ist sehr krass isoliert. Es jetzt, ist halt, wo du es sagst, sehe ich auch den Kommentar. Wieso weiß der Typ das nicht? Nein, das glaube ich nicht. Das glaub Nein, ich aber nicht. Nee, muss ich wirklich... Mal raus. Boah, ist der sauber. Also das Auto ist wirklich flatschneu, ne? Also wirklich. Ja, ja. Ich gehe davon aus, du hast die Einfahrphase auch berücksichtigt. Ja, natürlich berücksichtigt. Also was man sieht ist, die Lader sind nicht eh angetrieben. Ja. Also, du siehst jetzt hier... Einfach ja, Luftfilterkasten rein, kein Lader vor der Welle, kein Lader in der Mitte. Also gucken wir mal genauer. Können Sie einmal das? Ja, darf ich das halten? Vielen Dank. So, das heißt, der Mittelteil ist ganz normal gelagert. Er hat seine Wasserverbindung, er hat seine Ölverbindung, also normal geschmierter Lader. Und Richtung Abgasstrang sehe ich dort hinten wirklich einfach den Übergang in den Cut. Ich finde das Auto toll. Das will ich damit nicht sagen. Ich finde die Preis-Leistung immer noch gut. Ja, jetzt weg von dem Preis-Leistung. Aber also finde ich gut, dass du das auch da richtig positioniert siehst. Ich finde nur diese Zahl. Diese Euphorie. Diese 1430, diese 1430 Newtonmeter, ja. Die habe ich nicht erlebt. Die habe ich auch nicht gefühlt. Und meiner Meinung nach, ich mache das jetzt auch über 20 Jahre, die waren noch nicht da. In keinem Moment. Ja, aber wie müssten die sich denn für dich anfühlen? Die drücken dir wirklich, egal ob das Ding 2,8 Tonnen oder nicht, die drücken dir auf jeden Fall ja, aber die Haare ist ja hinten. Jetzt kein Rennwagen. Ne? Die Charakteristik von diesem Fahrzeug ist ja jetzt nicht die von das ist richtig. Einem SL63 AMG oder so. Wir sind 0-100 gefahren. Und da ist die Werksangabe 3,3. Ja. Und wir sind gefahren 3,9. Okay. Kann man auch mitleben. Nee, aber der erreicht 3,3. Mhm. Wenn es da steht, dann ist es so. Ist nicht so, ja. Ja, komm, wir kommen jetzt zusammen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, die Damen und Herren von Mercedes haben sich eh bei uns gemeldet. Ja. Vielleicht können wir ja nochmal mit denen auch nochmal quatschen, dass wir da nochmal eine... Weil der Flo meinte auch, vielleicht muss man das Auto was anderes freischalten, was drücken, dass da irgendwie was ist. Oder vielleicht muss der 100% geladen sein. In Sport Plus oder in welchem Modi bist du gefahren? Allem, alles rot, alles was geht. Also ich glaube, jemand müsste uns das Auto erklären. Also jemand mit einer Fachexpertise. Ja, natürlich. Ein Fachmann. Also, ne? Willst du meinen Kollegen anmachen? Pass mal auf, gleich ist die Kamera aus. Bist du sauer auf mich? Nein, ich hasse dich auch nicht innerlich. Okay, ich überlege gerade. Nee, aber ich finde, das muss dem Produkt und den Menschen, die es gebaut haben, gerecht werden. Das kann ja jetzt... Du machst das echt gut. Ja, nein, es ist ja wichtig. Guck mal, tolle Autos bauen ja viele. Aber ich finde, ich habe ja... Vorhin von Deutscher Ingenieur. Es ist die tollste Limousine, die ich kenne. Ja, deshalb. Und ich finde, das ist wirklich High Performance. Das ist hohe deutsche Ingenieurskunst. Gut, ich würde sagen, vielen Dank. Immer wieder eine Freude. Nächstes Mal gehen wir ins Stadion. Ja, gerne. Und gucken zu. Ja, es ist ja immer sehr schön, mit dir Fußball gucken zu dürfen, weil ich gucke Fußball, er gibt Autogramme und macht Fotos. Nein. Und nachher fragt er mich, wie ist es ausgegangen? Wie was? Okay, ja, ich glaube, dass wir uns mit dem Thema noch mal ein bisschen genauer beschäftigen müssen. Wir haben jetzt einfach so die Experience gehabt, dass man dort einsteigt, fährt, das sich anschaut. Wir haben alles auf maximale Bewaffnung AMG Dynamics gestellt, was irgendwie ging. Ich hoffe, ihr seid mir nicht, nehmt mir das nicht übel, aber ich will euch einfach die Erfahrung mitgeben, die ich so mache in dem Moment. Wir haben dann das Ergebnis erzielt, was wir so erzielen konnten. Auto finde ich das Auto ist trotz alledem eine S-Klasse und trotz alledem das Beste, was du limousinentechnisch kaufen kannst. Ungefragt. Es geht mir jetzt einfach nur. Ja, und wir lassen uns ja auch gerne belehren. Nee, super gerne. Ich lasse mich super gerne. Wenn da jemand ist, der uns das zeigen kann, dass man das voll gerne einstellt. Ja, das machen wir auch. Das Auto ist wirklich fantastisch toll. Ich bin nur ein bisschen getriggert geworden durch diese hohen Zahlen und die wollte ich irgendwie erleben. Ja, aber das muss ich ehrlich sagen. Also das ist jetzt mein persönlicher Anspruch, weil die Ingenieure und die Menschen, die das Auto gebaut haben, die haben was ganz Besonderes geleistet und deren Leistung darf nicht darunter leiden, weil ich jetzt nicht mit dir gefahren bin, um dir das Auto zu erklären. Aber ich muss dazu sagen, ich habe vor Geschwindigkeiten einfach sehr viel Respekt. Das ist einfach so. Ich fahre nicht so dynamisch Auto. Okay, gut. Ja? Mit den Worten verabschieden wir uns. Alles klar. Tschüss.